So, Floster ist gerade in mich reingefahren. Dankeschön. Willkommen beim zweiten Part von GTA Online Let's Play. Ja, Floster ist ja hier, aber noch nicht in der Konferenz. Ich mache jetzt mal noch kurz ohne Floster. Aber der kommt sich dann bald mal, wenn er Bock hat. Weil ich muss noch kurz die Lautstärke einstellen und so bei Skype. Da bin ich noch nicht so gewandt. Also Skype hat sich von Windows 7 auf Windows 8.1 recht stark verändert. Und ich weiß überhaupt nicht, wo man die Soundeinstellung bei Skype ändern kann. Vor allem ist es leider zu laut. Ich bin zu langsam. So. Also ich möchte. Oh lala. Ich möchte in die Stadt. Wo kann man Autos kaufen? Nee, wollte die 5 Sterne mal anschauen. Im Handy, ja, natürlich im Handy, aber wo? Schnelljob einstellen, Kontakte. Internet. So, Internet. Superautos.com. Ich möchte aber nicht so ein. Was? 53.000? Ich möchte schon einen schnellen, aber nicht so einen teuren. Übermacht Zion. Bravado Gauntlet. Jo, Floster, ich weiß es noch nicht so viel wie du. Du hast die Konsolenversion gespielt. Oh, das ist geil. Buffalo S, aber ich möchte gerne einen. Eine Limousine, also so. Nicht so eine Limousine, sondern Übermacht Orakel. Nee, ich will da oben. Ich will, ich nehme einen Zion. Ich nehme. Ich kaufe den jetzt. Ach, ich brauche eine Garage. Brauche eine Garage. Tja, und er? Natürlich macht mein Auto kaputt, also mein gestohlenes. Machst du auch eben. Garage. Also verfügbare Immobilien anzeigen. Ich möchte gerne ein. Naja, ich will nicht ein Eclipse. Ich will irgendwo in eine Villa oder so. Gott, oh Gott. Da gibt es keine schönen Häuser. Ich will in der Stadt. Ja, außerhalb wohnen. Ja, mach mich noch mehr kaputt. Du, ich hab keine Angst vor dem Tod. Nicht unterbrechen. Please. Ich will hier oben. Sind aber sauteuer. Also ich habe ja genug Geld, aber ich meine einfach. Ich will hier wohnen beim Playboy Mount Manson. Ich glaube da. Oder da. Irgendwo ist das Playboy Manson. Ich glaube da. Das ist noch teuer.
Also dann wohne ich zuerst in der Stadt. Oder genau bei der Grove Street. Die Grove Street ist. Ist das diese? Nein, die geht nach unten. Ich weiß nicht, wo die Grove Street ist. Da ist es diese. Dann mache ich das hier. Ich will nicht eine Garage, ich will ein Haus. Ich will ein Haus. Dann mache ich das hier. Ja, sicher nicht so ein hässliches. Boah, ist das teuer. Ich will jetzt mal eines ohne über 100.000. Und okay, ich könnte es eigentlich. Ich kaufe mir es. Ja, da. Das ist aber hier oben. Das hier. Ja! Männer! Das ist nicht normal. Jetzt bauen wir noch Rang 5. Shit, ich kann ja nichts kaufen. Das da. Ich brauche Rang 5. Ja, mich nicht weg. Brauche für alles Rang 5. Okay, scheinbar. Wo ist jetzt hin? Rechts, da oben. Also, dann machen wir das anders. Wieso bin ich jetzt der Schuldige? Weil ihr in mich reingefahren seid? Nein, 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 nein. Komm, schließ. Wieso habe ich jetzt 2 Sterne bekommen? Darf ich nicht beim Tatort herumstehen? Okay, die finden mich hier oben gar nicht. Oh, der Staudamm, ich will zum Staudamm. Danke für die 2 Sterne. Boah. Weil wenn man in der Nähe von anderen Spielern ist und die Sterne haben, dann bekommt man selber auch Sterne. Ich will jetzt hier nämlich runter zum Stauder. Einfach mal anschauen. Ja, für die Leute, die GTA 5 schon kennen und meine Videos schauen, für die ist es natürlich momentan noch nicht so spannend. Aber müsst einfach verstehen, ich kenne noch nichts. Also, ja. Einfach ein bisschen Geduld haben oder so. Und sie da trotzdem mögen. Okay, Boote gibt's auch nirgends. Da muss ich nur ein bisschen leveln. Ich hab Floster verloren. Ich warte vorne beim Staudamm. Ich will nämlich runterfahren. Oh, schöner Wagen. Okay, ist eigentlich. Ist das der gleiche? Nö. Aber fast. Ah, so kleine Straßen haben mir bei GTA San Andreas immer gefehlt. So diese kurvigen, geilen Straßen. Ich
bin immer gern beim Chili-Yard gewesen oder sonst irgendwo. Aber das war immer zu klein. Also ich will jetzt unbedingt auch mal zum Mount Chiliad, aber weil eben nach oben zu gehen geht sehr lange ohne Bahn. So. Schönes Auto habe ich, hä? Frisch geklaut. Oh, ein bisschen beschädigt, aber. Ja, ja, fein, nicht. Genau. Ah, schöne Aussicht. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Hm? Ist das nicht schön? Genau. Wir fahren jetzt. Cooles Auto. Danke. Sehr nett von dir. Oh, cooles Auto. Solche Autos mag ich. Noch ein bisschen besser auftunen. Schickes Auto. Ich warte jetzt nochmals auf Loster. Komm runter. Ja, du musst kommen. Du musst kommen. Ja, wunderbar. Der Staudamm ist jetzt hier oben. Sieht aus wie eine Brücke. Eigentlich will ich auch... Ich gehe zu Groove Street. Vielleicht gibt es dort einen Liquor Store. So zum Soffen werden. Ich gehe jetzt zu Groove Street. Home, old home, yes. Meine Heimat. Ich hoffe, er kommt hinterher nach. Weil mein Auto ist schon extrem schnell. Also extrem schnell nicht, aber. Schneller im Gegensatz zu den anderen Clownbahnen. So, ich gehe jetzt hier nach Ding. Ich muss schon fast an den Strand runter. Das ist nämlich eine Direktstraße hier. Ich werde so viel wie möglich ohne GPS auskommen. Weil ich muss ja dann alles sowieso merken und so. Und ja, ich finde es halt natürlich einfach besser, wenn man. Ja, ich finde es sowieso besser, wenn man jetzt nicht auf Hilfen angewiesen ist. Aber ich finde es. Ich weiß, glaube ich, wo ungefähr es ist. Und ich finde das, ich finde das, ich finde das. Okay, hier sind wir jetzt. Ich kann es mir von GTA San Andreas ein bisschen erahnen. Aber wir sind hier ein bisschen falsch. Wenn hier ein Hotel, ein großes Hotel, also hier ist das Pier. Wo ist eigentlich das große Hotel? Ist es nicht mehr hier? Das ist das auf dieser Anhebe ganz links im GTA San Andreas bei Los Santos. Okay, ich werde GPS kurz einschalten, wenn es geht. Oder ich werde. Das muss irgendwo hier sein. Groove Street? Diese Rundeinfahrt wird wahrscheinlich gar nicht. Da ist die Groove Street. Hey, ich möchte. Wie kann man markieren? Interessanter Ort. Tab. Kann man jetzt. Habe ich jetzt das Symbol? Scheinbar nicht. Ich will aber hier. Also wenn es das überhaupt ist, aber ich denke schon. Weil es ist ein ganz anderer Ort. Wegpunkt. So. Aha. Hier nach oben. Also Wegpunkt muss ich halt dann irgendwie schauen, wie es direkt geht. Aber ich habe. Ah ja, Tab.
Tab ist Wegpunkt, okay. Hab ich gelesen. Also wenn das jetzt die Groove Street ist, scheint aber so zu sein. Weil sie war nicht beim Strand, stimmt. Okay, das Auto kommt unten ein bisschen an, wenn es nach oben geht. Wenn es ein bisschen holpig ist. Ist es Forum, also Arena, ja, einfach Arena, Fußball, nein, wahrscheinlich Baseball. Nein, scheinbar ist es hier nicht. Schade, es ist nicht hier, oder? Oder doch? Doch, das ist es, oder? Das ist es! Ich bin doch hier! Aber das sieht kaum komisch aus, also die Gebäude sind ein bisschen zu klein. Was schreibt er jetzt? Jo. Aber ich will jetzt zu ihm gehen. CJ. Das CJ. Das ist CJ, Mann. Das ist CJ, der Bruder. Das ist unser Bruder. Gehen wir mal rein. Kann man nicht. Schade. Oh, aber hier gibt es zwei: ein Rennen und ein Deathmatch. Hm. Aber scheinbar ist es auch. Das mögen 85%. 79. Naja. Ja, ich muss halt zuerst ein bisschen. Der hat schon ein Ding. Grüner Rauch und Unbodenbeleuchtung. Hey, Floster, du spinnst. Ich will auch so schnell hochkommen, aber ich will jetzt ein bisschen. Naja, das arme Leben noch ein bisschen genießen. Und jo. Ja. Soll ich noch ein bisschen aufnehmen? Ja, ich denke schon. Ich möchte eigentlich zum Flughafen, aber da bekomme ich Sterne. Ja, was könnten wir machen? Wir könnten. Naja, hier drüben ist nicht so schön. Das ist alles so das Lammgebiet. Naja. Ich gehe jetzt mal hier rechts. Oder soll ich? Weiß nicht. Noch anschauen. Vielleicht weiß er irgendwas. Er kennt ja das Spiel. Pisswasser, die Pisswasserfabrik. Ja, schon im zweiten Part. Bierfabrik, ich will Bier. Das ist gut, dass man nicht mehr immer Sterne bekommt, wenn man jetzt mal einen Unfall macht. Geil, hallo YouTube, schreibt er. Voll der geile der Kerz, also das Auto ist so richtig ausgeschlagen. Ich werde GTA 5 online, also da online extrem lieben. Ich gehe jetzt zum Wolkenkratzer. Ich gehe jetzt mal hinten durch. Ich will einfach mal. Ja, gehe ich auf Autobahn. Ich möchte einfach mal ein bisschen die Aussicht oder so. Kann man denn hoch? Ich muss hier rechts singen. Ja, ich hätte oben durchgehen sollen. Ich gehe jetzt einfach weiter oben raus.
Weil wir müssen ja sowieso noch ein bisschen hier Richtung Westen. Ja, du hast ein schnelles Auto, ich weiß. Flo. Also hier ist das Downtown. Ach, ich bin schon wieder falsch. Ich muss da denken. Ich muss da hoch. Ich will auf einen Wolkenkratzer. Sorry, Flo. Aber ich will auf einen Wolkenkratzer. Wo ist der Große? Da in der Mitte. Da war also in GTA San Andreas war hier der Fallschirm, also noch, es ging nach oben, war ein Fallschirm und ein Helikopter. Hier scheinbar nicht, also von ein paar Videos. Ist das der? Das ist der. Ich will mal rein, Parking. Kann man hier? Nö, scheinbar nicht. Will hoch. Kann man hier irgendwo hoch? Kann man hier irgendwo hoch? Wolkenkratzer. Ich weiß jetzt nicht, welchen der höchste ist, aber Heli, ja klar. Nein, das ist der im Bau. Es ist übrigens cool, dass einer im Bau, also ja, ein bisschen ist der im Bau, ja. Find's cool, vielleicht wird dann in GTA 6 oder so, wenn es wieder in Los Santos ist, größer. Ja. Dann muss ich mal schauen, wie groß die Aufnahme ist so, und wir sehen uns dann ja, im nächsten Part wieder, oder vielleicht geht's ja auch weiter, weil ich habe hier gerade keine Uhr. Also bis dann. Tschüss.